Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Baba Ala Babas von Xatar in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Baba Ala Babas von Xatar, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Xatar. Die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Wir haben hier das klassische Cover des Albums. Und zwar Xatars Kopf hier groß auf schwarzem Hintergrund. Wir werden mal die Folie abmachen. Und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So. Also, wir haben hier eine Doppelvinyl in einem Gatefold aufzuklappen. Wie gesagt, auf dem Cover sehen wir hier den Baba Ala Babas Xatar. Der Mundwinkel hier rechts etwas hochgezogen. Und wir sehen hier den Goldzahn funkeln. Auf der Seite lesen wir auch Xatar und Baba Ala Babas. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Alles oder nichts Records präsentiert Xatar. Dann haben wir die einzelnen Tracks hier verteilt auf A, B, C und D Seite. Insgesamt haben wir hier 15 Tracks. Und wir haben diverse Features. Wir haben Features mit dabei von Sio, Haftbefehl, Sami, Schwester Eva, Olexesh, Kalim, Tizi und das war's. Ja, also einige Features mit am Start. Barcode und Beteiligte hier unten. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Auf der linken Seite nochmals die Übersicht der einzelnen Tracks. Inklusive der Produzenteninfos, also nicht nur die Features, sondern auch hier in diesem Fall die Produzenten mit angeführt. Dann haben wir hier ein Schwarz-Weiß-Bild, Xatar hier am Keyboard, beziehungsweise na, sieht aus wie ein Piano, am Piano. Und dann haben wir hier noch eine Schusswaffe, also eine AK-47, die hier hingelegt wurde. Und rechts unten gibt es dann auch noch die Credits zum Album. Also wer war hier beteiligt, wer hat hier an diesem Album mitgewirkt. Gut, dann schauen wir mal hinein in die erste Tasche. So, Vinyl Nummer 1. Schauen wir kurz, ob hier noch was weiteres drin ist. Ja, genau. Denn wir haben hier auch noch eine CD. Und natürlich haben wir dann auch noch Vinyl Nummer 2 und hier ist sonst nichts weiter drin. Okay, gut. Also, wir haben hier die Vinyls, ebenso wie die CD. Als erstes kommen wir mal zur ersten Vinyl mit A-Seite. Also weiße Papierhüllen, ganz klassisch. Und die Vinyl ist dann ebenso klassisch in schwarz gehalten. A-Seite mit 4 Tracks. Wir haben hier auch noch die Laufzeiten dahinter angegeben. Also die Länge der Tracks. Und auf der B-Seite dann weitere 4 Tracks. So sieht das aus. Einmal. Und dann kommen wir auch direkt zur zweiten Vinyl. Und hier haben wir dann entsprechend die C-Seite mit 3 Tracks und natürlich die D-Seite mit weiteren 4 Tracks. Wie gesagt, 15 Tracks gesamt, hier auf A, B, C und D verteilt. Und wir haben zusätzlich zu den beiden Vinyls auch noch diese CD, beziehungsweise, ja doch, es ist ganz klassisch hier das Album auf CD. So sieht das aus. Was mich etwas stört, ist, dass man das hier in eine Klarsichthülle gepackt hat.
Aber ja, also wenn man es überhaupt schon schafft, dass man einer Vinyl eine CD beilegt, dann ist das natürlich schon mal eine gute Sache. Meistens wird dann irgendwie zu Papphüllen, zu den dünnen Papphüllen gegriffen. Aber ja, in diesem Fall hat man sich für eine durchsichtige Klarsichthülle entschieden. Auch eine Lösung. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet, in der Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte CD, das Album ganz regulär auf CD. Dann haben wir die beiden Vinyls, einmal hier Vinyl Nummer 2, einmal hier Vinyl Nummer 1 mit den 15 Tracks und insgesamt 7 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Baba a la Babas von Xatar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Vinyl bzw. dem Album? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Xatar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.